Hallo und herzlich willkommen im Wald. Und ich möchte mal so ein bisschen einen, ich nenne es jetzt mal provokant, Mythos mit euch diskutieren, der immer mal wieder gerne aufkommt, wenn man das Thema Gefahr durch Wildtiere anspricht. Weil, wann immer ich dazu ein Video gemacht habe, standen früher oder später ähnliche Zeilen wie die folgenden unter dem Ding. Nämlich: Warum klettert man nicht einfach auf den Baum? Oder ich glaube, ich würde auf einen Baum klettern, oder auf den Baum klettern könnte auch helfen. Irgendwie sowas in der Richtung. So. Und ich nenne das nie als mögliche Option in jedem dieser Videos, wo es um solche Thematiken geht, weil in einem durchschnittlichen Wald sind Bäume, auf die man als durchschnittlicher, nicht unbedingt Super Ninja-Krieger klettern kann, Mangelware. So. Und jetzt gucken wir uns deshalb mal in einem nicht durchschnittlichen Wald, in dem es durchaus ein paar, ja, mit bis unten hin beastete Bäume gibt, mal um und schauen mal, wie lange ich brauche, in Anführungszeichen, beziehungsweise wie viele geeigneten Bäume, auf die jetzt ich als Ben potenziell klettern könnte, es hier so gibt. Den ersten potenziellen Kletterbaum kann ich euch direkt zeigen, weil ich ja da jetzt extra hingelaufen bin. Wusste schon vorher, dass hier so ein paar in diese Richtung gehende Bäume stehen. Also es ist so gesehen jetzt nicht realistisch, weil ich bin hier extra hingelaufen. Wenn man jetzt irgendwo im Wald steht, ist die Chance, geeignete Bäume zu finden, sicherlich noch mal geringer. Aber ich wollte jetzt halt mal so ein paar Dinger halt eben durchsprechen und mal ansprechen, was es denn da so gibt potenziell. Also, hier hätten wir jetzt ein Bäumchen mit, na, fast schon leiterartigen Strukturen, wo auch ein Ben aufgrund der doch niedrigen Höhe des untersten Astes relativ gut hochsteigen könnte. Also, das würde ich jetzt hinkriegen, da könnte ich sicherlich irgendwie hochkraxeln. Allerdings gibt es dabei in jedem Fall, muss man natürlich sagen, ein hohes Verletzungsrisiko. Das kommt jetzt davon an, wie geschickt man ist, wie viel man wiegt. Ich habe da so die Schwierigkeit, dass ich durchaus ein gewisses Gewicht auf die Waage bringe und so ein Ast dann da möglicherweise schon abbrechen könnte, insbesondere der untere. Hundertprozentig vertrauen würde ich dem nicht. So, und jetzt will ich vor einem Wildtier, also da kommt im Prinzip nur das Wildschwein oder der Wolf in Frage, flüchten auf diesen Baum. So. Im Grunde, wie gesagt, da könnte man jetzt hochklettern, aber das Risiko ist doch erheblich, weil, was ihr noch nicht gesehen habt, ist, wo dieser Baum eigentlich steht. Ne? Das ist nämlich durchaus, also da unten ist der Weg, ein wunderbarer Abhang. Es geht hier nahezu senkrecht runter. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Das ist so eine richtig schöne Felsklippe hier. Und wenn man dann eben da runter plumpst, dann plumpst man nach da und nicht nach hier. Also, vielleicht doch kein so guter Kletterbaum. So, dann könnte ich als Ben eventuell auch sowas hochkommen, wenn die so dicht beieinander stehen, also quasi mit dem Rücken an den einen Baum lehnen und am anderen Baum dann mit dem Druck, mit dem Rücken und dem Druck mit den Beinen da, dann da quasi hochlaufen. Allerdings würde ich dafür eine ziemliche Ladung Zeit brauchen und bis ich dann hoch genug bin, dass mich ein Wildtier nicht mehr kriegt, ist es auch schon zu spät. Schauen wir mal, ob man da von irgendeiner anderen Seite noch was machen könnte. Hoppla, Entschuldigung. Ja, hier hängt jetzt ein tief hängender Ast. Der ist sehr nah am Boden, aber ich wüsste jetzt auch nicht in meiner aktuellen physischen Verfassung, wie ich jetzt hier bitte denn deswegen da irgendwie hochklettern sollte. Das ist dann auch alles irgendwie ein bisschen zu dicht. Da passe ich auch nirgendwo durch. Also auch nicht wirklich eine Option, da hochzuklettern. So, dann Kiefer, der allgegenwärtige Baum in vielen Teilen von Deutschland. Die sehen bei mir hier alle ausnahmslos so aus, dass sie entweder noch sehr klein sind und mich nicht tragen oder völlig astfrei, denn so sollen sie auch sein. Die ersten Äste sitzen erst in einer Höhe an, wo man damit überhaupt nichts mehr anfangen kann. Und ich muss es nicht erst vormachen. Ich bin nicht in der Lage, einen glatten Stamm hochzuklettern, ohne Hilfsmittel. Mit Hilfsmitteln vielleicht, aber es geht ja um eine konkrete Notsituation, wo man vor einem Wildtierangriff fliehen möchte. Dieses Ding hier, da sind die Äste einfach schlicht und ergreifend zu dünn. Die dünnen, die es unten gibt, und würden mich wahrscheinlich nicht tragen, beziehungsweise ich würde es nicht riskieren wollen. Und da direkt dahinter ist wieder die Klippe. Also auch blöd.
So, dann haben wir hier jetzt so einen kleinen Teilbereich, wo nur sehr dünne, sehr junge Sachen rumstehen. Hilft auch nicht. Hier könnte jetzt möglicherweise es auch wieder möglich sein, auf diesen Ast zu gelangen, da irgendwie mit dem Bein hochkommen. Der ist aber auch schon relativ weit über dem Boden. Weiß ich nicht, ob ich das hinkriegen würde. Und hier geht es schon wieder relativ weit runter. Da hätte ich also jetzt persönlich als wirklichen Mensch, der nicht besonders gut klettern kann, da schon so meine Bedenken. Da könnte man es vielleicht versuchen. Ich merke mir den mal für später. Vielleicht probiere ich es nachher mal aus. Was ist mit der Douglasie hier da hinten? Die würde potenziell von der Astanordnung her möglicherweise auch noch Sinn machen. Aber da kommt man aufgrund der langen Äste auch irgendwie nicht so wirklich gut an das Ding ran. Da wüsste ich auch nicht. Außerdem, wie soll man zwischen diesen sehr dicht stehenden Astquirlenden da irgendwie nach oben steigen? Sehr hoch kommt man auch nicht. Längere Zeit oben bleiben könnte man nicht. Ich wage zu bezweifeln, dass ich da wirklich schnell hochkomme. Schwierig. Zwischendrin halt immer mal wieder typische Waldbäume. Hier wäre jetzt zwar da ein Ast, der ist mir aber auch wieder zu dünn, da bin ich mir nicht sicher, ob der mich tragen würde. Bei der Kiefer hier überhaupt keine Chance, in absehbarer Höhe da irgendwie hochzukommen. Und jetzt sind hier auch wieder nur relativ junge Geschichten. Da könnte man vielleicht so ein bisschen hochsteigen, aber bis man da dann auch wieder so weit oben ist, dass ein das große Wildschwein nicht mehr kriegt, weil das kann sich auch auf die Hinterhufe stellen. Ja, blöd. Oder der Wolf kann einem auch noch locker in den Fuß beißen, bis man da oben ist. Man muss immer im Hinterkopf behalten, die Tiere, um die es geht, die sind in diesem Gelände 50 km/h schnell und schneller, wenn es dumm läuft. Wir sind in diesem Gelände, wenn es gut läuft, vielleicht 20 km/h schnell. Und wir müssen den geeigneten Baum erst noch finden. Man läuft ja nicht durch die Gegend und sondiert die Landschaft nach Bäumen, auf die man eventuell klettern könnte, wenn jetzt hinter dem nächsten Baum der Wolf hervortritt. So, und jetzt bin ich extra da angekommen, wo ich hin wollte, nämlich stehe ich hier vor einem richtig schönen Dickicht. Und das ist deswegen so ein besonders gutes Dickicht, um hier mal zu demonstrieren, was wäre, wenn einem ein Wildschwein begegnet, weil ich ganz genau weiß, dass da jede Menge drin hocken. Deswegen werde ich da auch nicht allzu weit reingehen. Aber so ein bisschen können wir uns dem Ganzen noch nähern. Ich habe hier auch schon öfters welche getroffen übrigens. Also die hocken da mit 100%iger Sicherheit genau da drin, wo ich jetzt hinlaufe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwar keine aktive Angst vor Wildschweinen, ich gehe problemlos immer gerne in den Wald und mache mir da keine Sorgen wegen den Viechern, aber es ist schon was anderes, wenn man dann wirklich so dämlich ist, denen quasi in ihr Wohnzimmer reinzulatschen. So, machen wir das mal. Oi, Schwein, 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 Schwein. Oi, Schwein, 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 Schwein. So. Ja. Seht ihr was Schwarzes? Hinter mir vielleicht? noch nicht. Gut. ich übertreibe jetzt natürlich ein wenig. Selbstverständlich macht es mir überhaupt nichts aus, in jedem beliebigen Dickicht rumzurennen, weil das musste ich ja auch schon des Häufigeren aus beruflichen Gründen tun. Nein, es macht mir was aus. Man denkt da irgendwie nicht drüber nach, wenn man noch eine Säge dabei hat und jetzt die nach möglichen potenziellen Z-Bäumen sucht und solche Späße. Aber in der Regel ist man da dann halt auch nicht unbedingt alleine. Ja, erzeugt halt auch durch die Sägerei und so weiter ziemlich viel Lärm. Bis zu einem gewissen Grad. Wie dem auch sei, jedenfalls hier jetzt mitten im Wildschwein-Eldorado, also so der Punkt im Wald, wo eine Wildschweinbegegnung am allerrealistischsten ist, gucken wir uns mal um. Auf welchen Baum kann man klettern? Der da? Nein. Der da? Nein. Der da schon gar nicht. Überall irgendwo hier irgendein Baum, auf den man klettern könnte. Ihr müsst mir jetzt einfach glauben, nein, gibt es nicht. Also heißt, da, wo einem so ein Vieh wirklich realistisch über den Weg laufen könnte, da kann man nicht auf einen Baum klettern. Und deswegen taucht das auch nirgendwo in meinen Videos als potenzielle Option auf, um den Wildschweinen zu ergehen. Beim Wolf sieht es anders aus, der kann einem in jedem beliebigen Waldtypus begegnen. Potenziell könnte es auch in jedem beliebigen Waldtypus zu einer aggressiven Auseinandersetzung kommen. Und worauf ich hinaus möchte,
Bäume, auf die man klettern kann, in einem normalen, beliebigen, x-beliebigen Wald. Die sind selten, die muss man erstmal finden. Und kommt es zu einer Auseinandersetzung, es begegnet einem ein Wolf und man rennt stürmisch davon, um zum nächsten Baum zu gelangen, auf den man klettern kann, dann muss der schon innerhalb von 10 Metern liegen, damit einen der Wolf nicht vorher kriegt. Weil in dem Moment, wo man wegrennt, ist man Beute. Punkt. Das gilt für jedes Raubtier. Die haben einen ausgeprägten Verfolgungsinstinkt. Was wegrennt, ist Beute und muss sofort gejagt werden. Also das ist das Falscheste, was man nur machen kann. Und eine der wenigen Dinge, die man mit Sicherheit auch sagen kann zum richtigen Verhalten bei einer Wolfsbegegnung. Das Falscheste, was man tun kann auf der Liste der falschen Dinge, ist wegrennen. Blöder geht's gar nicht. Deswegen zum nächsten Baum rennen und hochklettern. Sehr fragwürdig. Sehr, sehr, sehr fragwürdig. Und deswegen habe ich ja auch eben entsprechend gesagt, Mythos bei Gefahr auf dem Baum klettern. Hier wäre jetzt auch nochmal eine potenzielle Möglichkeit, dass man da, also ich würde zumindest auf diesen Ast kommen. Aber wenn ich dann auf diesem Ast da stehe, im Idealfall, mit viel Mühe würde ich da hochkommen und auch schon gar nicht schnell. Da kann mich der Wolf immer noch ins Bein beißen, in der Fuß beißen. Wenn der sich ausstreckt, dann kommt er da locker hoch, überhaupt kein Problem. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich von da jetzt noch wirklich weiterklettern könnte. Also auf den nächsten Ast mit Mühe und Not würde ich das vielleicht noch schaffen, wenn ich mir Zeit lasse und vorsichtig bin. Die Chance, dass ich da runterfalle, ist hoch. Und in der Situation, wenn da wirklich so ein Vieh mir auf den Fersen ist, ich mache mir da keine Hoffnung, dass auf dem Baum klettern im Regelfall für mich eine Option sein wird. Das müsste schon wirklich ein Baum sein, der ganz einfach zu erklettern ist. Oder ich muss halt die Zeit haben, mir wirklich gemütlich irgendwelche Leiterchen zu bauen, irgendwelche Stöcke hinzustellen, die man dann als Tritthilfe benutzen kann oder mit irgendwelchen Seilgeschichten hantieren. Sicher, das gilt jetzt nicht für jeden, was ich jetzt geschildert habe. Wer jetzt so ein halber Ninja-Krieger ist, der rennt da so einen Baum natürlich senkrecht hoch. Für so jemanden ist dann auf dem Baum vielleicht eine Option, aber auch der braucht einen geeigneten Baum in einer ausreichenden Nähe von etwa 10 Metern. Wie gesagt, wenn es zu einer Begegnung mit so einem Tier kommt, ist das plötzlich da. Das kommt nicht aus weiter Ferne und kündigt sich noch an, sondern wenn, dann ist es plötzlich da in aller Regel. Und dann muss man da schon wirklich verdammt schnell auf dem Baum sein. Ich denke, das waren genug Argumente, weshalb das Thema bei Gefahr auf dem Baum klettern in deutschem Wald mit viel Vorsicht zu genießen ist. Tschüss.